nur ganz kurz. Ich habe in den letzten Monaten wieder sehr viel mit alten Vespas zu tun gehabt und habe immer noch mit alten Vespas zu tun, und zwar mit allen Modellen, die ihr euch so vorstellen könnt. Sprint, Rally, PX, PV, PK, V50, 50 Spezial, name it, und ich hatte die in den letzten Wochen in der Hand und habe dran rumgeschraubt. Und es gibt da ein sehr bekanntes Problem, und auch dieses Problem ist mir hier wieder aufgefallen, denn bei einem Drittel der Vespas, die mir da durch die Hände gegangen sind, waren die Brems- oder Kupplungshebel am Lenker falsch montiert. Also nicht falsch montiert, sondern die waren entweder mit den falschen Teilen montiert oder es wurden Teile weggelassen. Wichtige Teile weggelassen. Und das führt dann natürlich dazu, dass das alles nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren muss, weil es entweder wackelt oder im schlimmsten Fall sogar klemmt. Und ich sehe ein, dass dieser Mechanismus bei alten Vespas gerne mal missverstanden wird. Darum kommt jetzt hier ein bisschen Klugscheißerei. Die Bremshebel oder der Bremshebel und auch der Kupplungshebel bei Vespas, die werden eingesetzt und dann kommen noch zwei Spann- oder auch Distanzscheiben drüber und drunter, manchmal sogar noch mehr. Und das wird gemacht, um die Toleranzen in den Hebeln auszugleichen. Und diese Scheiben, das sind keine Unterlegscheiben, sondern die sind ganz dünn und die werden dann oft bei einer Reparatur zum Beispiel einfach weggelassen. Und auch wichtig, da kommt eine ganz spezielle Schraube rein, die sieht so aus. Die hat hier kein Gewinde, das ist eher ein Bolzen, so wie eine Achse. Aber mit diesen Bolzen werden die Hebel nicht eingeklemmt, sondern der Bolzen dient nur als Gelenk und als Führung für die Hebel. Diese Bolzen, die werden an den Bremshebeln nur eingeschraubt, bis sie flach anliegen, und dann werden die von unten mit einer Mutter gesichert. Und würde man jetzt hier zwei Unterlegscheiben und eine normale Schraube reindrehen, so wie man es sehr oft bei alten Vespas sieht, und wenn man das dann von unten auch noch mit einer Mutter festzieht, dann verlieren die Hebel hier die Führung und wackeln hier hin und her. Hier kann man es ganz gut sehen, ne? Der Originalbolzen, alles gut. Nur eine Schraube, alles Mist. Zudem gibt eine normale Schraube auch noch sehr viel Reibung im Gewinde, denn das Gewinde, das bei einer normalen Schraube ja durchgängig ist, das würde die Hebel von innen aufreiben. Und auch noch wichtig, dadurch, dass man dann die Schraube und die Mutter zusammendreht, klemmt man so die Hebel ein, anstatt sie zu führen. Das macht die Hebel dann schwergängig oder bringt sie sogar richtig zum Blockieren. Also, hier gehört ein besonderer Bolzen rein, und zwar so einer, und keine normale Schraube. Und vergesst beim Montieren die Ausgleichsscheiben nicht. Ja, das hat sich jetzt ein bisschen so angehört wie der böse Zeigefinger. Du, 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 böse, böse. Aber dass das alles richtig eingestellt ist und vernünftig funktioniert, das ist gerade bei Bremse und Kupplung einfach super wichtig, denke ich. Und gerade Kupplung und Bremse funktionieren bei alten Vespas wirklich zufriedenstellend, wenn das alles so zusammengebaut ist, wie es zusammengebaut werden muss. Wenn man das anders zusammenbaut, als es zusammengebaut werden muss, dann kann das sein, dass das echt totaler Mist wird. Und über alle Vespas, die ich gerade erwähnt habe im Beitrag, habe ich da Beiträge gemacht. Nicht über alle, aber über einige, ja. Und kommen diese Beiträge jetzt bald auf meinem Kanal? Ja. Der nächste Beitrag wird zum Beispiel sein über dieses Modell, aber die ist noch nicht so ganz fertig, darum ist dieser Bereich auch noch verpixelt. Aber das dauert jetzt nicht mehr so lange, dann ist die auch fertig. Das ist ein super schönes Projekt gewesen und ja. Da fehlen jetzt noch zwei, drei Kleinigkeiten, die sind aber bestellt, die müssten jetzt die nächsten zwei, drei Tage auch kommen. Also bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Tschüss!